400 Gramm Hähnchenbrustfilet, 150 Gramm Champignons, 4 bis 5 Petersilienwurzeln, 3 cm Ingwer, 2 Stängel Zitronengras, 500 ml Kokosmilch, 1 Biolimette Somme-Hühnerbrühe, 3 Esslöffel Sojasauce, 4 Esslöffel Fischsoße, 2 bis 3 rote Chilischoten, brauner Zucker, Salz, 1 und Basilikum, 1 Fleisch waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden, Pilze putzen und halbieren, Petersilienwurzeln waschen und fein hacken, Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden, Zitronengras waschen, die äußeren harten Blätter entfernen und die Stängel anquetschen, den dickflüssigen oberen Teil der Kokosmilch abnehmen und in einen Wok geben, etwa 3 Minuten köcheln lassen, Petersilienwurzeln darin circa 1 Minute garen, Schale der Limette abreiben, Ingwer, Zitronengras und die geriebene Limettenschale dazugeben, übrige Kokosmilch angießen und zum Kochen bringen, Brühe dazugeben, Soja- und Fischsoße unterrühren, erneut aufkochen lassen, Hähnchenfleisch und Pilze dazugeben, circa 7 Minuten unter gelegentlichem Rühren garen, 2 währenddessen die Chilis abbrausen, putzen und in schmale Ringe schneiden, 2 Drittel untermischen, das Zitronengras herausnehmen, Limette auspressen, Suppe mit Limettensaft, Zucker und Salz abschmecken, auf Schalen verteilen und zum Garnieren mit den übrigen Chiliringen und Basilikumblättern bestreuen. Pro Portion, ca. 290 Kilokalorien, 38 g, 10 Gramm Farat, 12 Gramm kcal.